Mein Name ist Mirko Thien. Ich leite den Schwerpunkt Erneuerbare Energien an der School of Engineering. In meiner Forschung beschäftige ich mich mit alternativen Brennstoffen, vor allen Dingen Wasserstoff, aber auch Ammoniak zum Beispiel. Mit meiner Forschung möchte ich einen Beitrag zur Dekarbonisierung des zukünftigen Energiesystems leisten, in dem Wasserstoff ein ganz wichtiger Pfeiler sein wird. Und Technologien wie Power-to-X oder auch wasserstoffbetriebene Gasturbinen sind prädestiniert dafür, die Volatilität der erneuerbaren Solar und Wind auszugleichen und so eine sichere und auch nachhaltige Energieversorgung zu gewährleisten.